Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Master Builders zusammen mit Schirm Display. Hallo. Und was ist denn das? Was ist das für ein Begriff? Wespen? Hä? Welcher Baum wird nochmal riesig? Vier Fichten nebeneinander. Das ist eine gute Idee. Leute, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Es ist was in meinem Leben passiert. Es passiert nicht häufig was in meinem Leben. In Master Builders beantworten wir normalerweise mit Manu und ich. Das sind wir. Zuschauerfragen, aber ich habe in Manus Master Builders Folge schon was angeschnitten, auf das ich heute ausführlicher eingehen werde. Guckt aber trotzdem auf jeden Fall Manus Folge, denn da habe ich auch ein Paket von ihm ausgepackt. Ein Geschenk. Auf jeden Fall ist mir dem Letzten in meiner Wohnung aufgefallen, Manu. Du weißt es schon. Warte mal. Nein. Ich unterbreche das Ganze. Warum verarschst du mich eigentlich? Du hast mir gerade gesagt, dass ich hier Fichte viermal hinpacken soll und es dann wächst. Aber es passiert gar nichts. Also, Manu, ich habe hier einen Beweis. Ich habe das gerade selbst gemacht. Bone Meal drauf. Ja, mache ich gerade. Leute, ich habe meine Fenster geputzt. Nachdem ich hier 1,5 Jahre lebe, habe ich endlich mal meine Fenster geputzt. Weil die waren echt dreckig und es sind echt viele Fenster. Ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und dann ist mir irgendwann, so nach dem 6. Fenster aufgefallen, als ich eins aufmachen wollte. Hey, da direkt vor meinem Fenster, so 5 cm entfernt von meinem Fenster, ist ein Wespennest. Echt? Ja. Manu, was würdest du machen? Hättest du jetzt ein Wespennest vor deinem Fenster? Ich würde weinen und jemanden anrufen, der die einfach alle tötet. Ja, also mein erster Instinkt war, das war ganz klein. Das sah einfach so aus, als hätten die angefangen, da zu bauen. Also es war, da war es noch richtig klein. Es waren irgendwie so 7 Waben oder so aneinander geflechtet. Die haben das aus einem Holztrog gemacht, in dem ich Kräuter letztes Jahr angepflanzt habe. Dieses Jahr habe ich keine neuen mehr gemacht, also keine neuen Kräuter ran. Die sind alle im Winter gestorben. Heißt, er ist so ausgetrocknet gewesen. Und die haben einfach, die bauen das Ganze mit solchen Holzfasern dann anscheinend da auch raus. Die haben einfach mein Kräuterbottich aus Holz in ihr Nest umgewandelt nach und nach. Und dann habe ich mir gedacht, diese Natur, was die alles kann. Ja. Dann habe ich mir halt gedacht, also ich hatte halt wirklich, erste Reaktion war Panik, weil ich gedacht habe, die bauen einfach dein gigantisches Nest raus aus meinem Holzbottich. Die verwandeln das ganze Holz in ihr komisches Nest und dann kann ich mich am Ende da gar nicht mehr bewegen, habe ich gedacht. Ja, das wird auch noch passieren. Also irgendwann ist das ganze Fenster zu, ich kann nicht mehr raussehen. Ja, wird auch passieren. Wenn ich mich irgendwie bewege in der Nähe, dann bringen die mich um. Wird auch passieren. Das ist halt eine ongoing Story, Leute. Das kann halt nicht passieren. Ich halte dich auf den Laufenden. Auf jeden Fall, was habe ich denn erstmal gemacht? Ich darf die ja auch nicht einfach wegmachen. Die sind ja artengeschützt. Ich habe geweint. Ja, die sind artengeschützt. Da muss man irgendwie mal einen Fachmann holen. Und dann habe ich halt erstmal angefangen, im Internet zu lesen. Wie man es halt so macht. Ja, und was? Dann, das Erste, was ich rausgefunden habe, ist, dass Wespen anscheinend nur 1 Jahr lang leben. Solche Wespenkolonien. Heißt, nach 1 Jahr sind die futsch, die sterben alle im Herbst, nur die Königin überlebt und die macht eine neue Kolonie im nächsten Jahr. Die aber auch wieder da? Kommt drauf an. Also die kann sich auch einen anderen Ort raussuchen, aber die kann auch, wenn man Pech hat, an demselben Ort wieder was bauen, wenn es da so ultra geil war und mein Bottich ist halt so nice. Also, voll am Schwärmen. Die kommen halt 100% wieder. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das wird so ein Riesennest. Alles ist schlimm. Habe ich geguckt, was für eine Wespenart es ist. Und dann, das war quasi die Erlösung, habe ich herausgefunden, es gibt in Deutschland so 2 Wespenarten, die hauptsächlich vertreten sind. Das ist einmal die gemeine Wespe. Klingt schon fies. Die heißt so? Die heißt anscheinend so. Und die deutsche Wespe. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier bauen soll. Auf jeden Fall habe ich keine von den beiden, weil das sind beides Arten, die so ultra aggressiv sind. Die fangen auch ein zu stechen, wenn man irgendwie in die Nähe von ihrem Nest kommt. Heißt, ich habe schon mal Glück gehabt, ich habe nicht die fiesten Wespen bekommen. So, und zwar habe ich gallische Feldwespen, Manu. Was sagst du dazu? Klingt mächtig. Gallisch. Das sind quasi solche Nester, solche Kolonien, die maximal 30 Arbeiter haben. Heißt, diese Kolonie kann nicht unendlich groß werden. Und das Gute daran ist, gallische Feldwespen sind anscheinend überhaupt nicht aggressiv. Ich habe ein paar YouTube-Videos geguckt und da war so ein YouTuber, der hat gemeint, gallische Feldwespen sind so das Beste, was einem passieren kann. Weil die essen bis zu, und stand auch in Artikeln, essen bis zu 500 Gramm Insekten am Tag, also so eine Kolonie. Solche kleinen Insekten, die ultra nervig sind. Und alles chillig. Und der hat auch gezeigt, der hat so ein wildes
Feldwespennest gefunden. Da ist er auch mit seiner Hand rein, 10 cm in die Nähe, und die haben halt gar nichts gemacht. Die sind halt ultra entspannt. Als ob er da einfach seine Hand reinsteckt. Naja, in die Nähe. Auf jeden Fall. Oh, das war deins. Ich hab dir mal Ice Beating gegeben. Dankeschön, das war auch verdient. Ich hab überhaupt nichts geachtet. Ja, heißt, von der Panik, was soll ich machen? Oh mein Gott, ich kann die nicht einfach alle einsaugen und den Staubsauger wegwerfen, wie es Manus machen würde. Nee, da würde ich gar nichts machen, glaube ich. So, yo, die sind ganz entspannt, heißt. Ich hab die ein bisschen angeguckt, wie die da hin und her gegangen sind. Und dann habe ich einfach das Fenster geputzt. Ich habe das aufgemacht und direkt neben denen das Fenster abgesaugt und geputzt. Und die haben nichts gemacht. Und jetzt sind wir beste Freunde. Hä, aber du hattest auch kein Gefühl von Ekel? Nee, also ich fand Wespen eigentlich immer nur nervig und nicht eklig. Weil diese gemeine Wespe und vor allem die deutsche Wespe, das ist wahrscheinlich die schlimmste. Oh, die ist cool gebaut, die Flügel sind cool gebaut. Sind halt auch immer so aufdringlich und fliegen direkt zu einem hin, aber die sind... Okay. Und Bauwerk gemeldet. Schmidt. Ah, er wird gestochen. Ja, auf jeden Fall habe ich ja jetzt meine Wespen und ich hoffe einfach, die essen ein paar Stechmücken einfach weg. Und dann dürfen die da leben an meinem Bottich. Und dafür entfernen sie Stechmücken. Ja. Ja, aber vielleicht verlierst du die ja dann echt im Herbst und sie kommen nicht mehr wieder. Ja, ich will ja eh demnächst umziehen, aber weißt du, ein Jahr dürfen sie ja leben. Vielleicht kommen die ja dann mit. Das wäre unheimlich. Du nimmst so die Königin mit. Das könnte man halt echt machen. Das ist irgendwie eine Käferwespe. Da fehlen die Flügel. Wäre noch Flügel dran, wäre die insane gewesen. Was ist das? Was ist das, Mann? Das ist doch schön. Das war keine Wespe. Doch. Ich meine, meins war auch echt nicht gut. Ja, das war mega. Warum baut keiner Flügel? Keine Ahnung. Naja, die Streifen sind da. Da, Flügel. Oh, Alter, die sind zähn. Ja, Längen was hat her. Die da hinten dran? Ein Stachel anscheinend, ein richtig lang gebogenen Stachel. Ich glaube, sie sehen so nicht aus, aber... Nee, ich glaube auch nicht. Oh, das ist eine Leine. Eine Leine. Ich habe ein Video gesehen, da hat einer, ich glaube, einer Fliege, einer richtig fetten Fliege, so eine Leine angepackt, dran geweiße. Wie war der denn? Ja, so eine Schnur. Das Haus hier? Ja, da hat einfach eine Schnur drum gebunden. Warte, um gleich wenig Punkte, Manu. Aber der hat verdient gewonnen. Warte, der hat also irgendeine Fliege aus seinem Zimmer einfach eine Schnur umgebunden. Ja, wie auch immer er das geschafft hat. Das ist ja richtig krank. Ja. Okay, und das ist mal witzig. Ja. Okay, Tierquäler. Das sah halt wirklich absurd aus. Und eine Kamera. Oder ein Stuhl. Ein Stuhl war auch cool, ne? Was mit dem Seepferdchen? Ja, nix. Okay, alles klar. Stuhl. Seepferdchen, oh, Stuhl. Nice. Natürlich nimmt man Stuhl. Ich hab Stuhl gewotet. Okay, das einzig andere, was mir noch passiert ist und an dem ich immer noch leide, ich war wandern, Manu. Warum? Weil ich eigentlich hier überall eigentlich die ganze Zeit wandern könnte. Und dann war ich wandern. So 3 Stunden, also nicht so mega lang, weil war ja das erste Mal seit Ewigkeiten. Man soll ja nicht übertreiben. Das stimmt, ja. Sehr gut, sehr fein. Und dann komme ich zurück, gucke in den Spiegel und mein ganzes Gesicht ist verbrannt. Hä? Also rot, Sonnenbrand, nicht verbrannt. Ja, aber was passiert? War da Sonne in deinem Kopf? Es hat halt Sonne normal geschienen, aber anscheinend war ich so wenig bräunt, ich bin halt so bleich. Also mein ganzes Gesicht, also an den Schultern und so nicht, weil ich hatte ein langes Oberteil an. Aber... Krass. Mein gesamtes Gesicht ist einfach komplett rot und jetzt, ja, die letzten Tage tut halt mein Gesicht die ganze Zeit weh. Und jetzt fängt an, Haut da langsam abzubröckeln. Das mochte ich früher mal als Kind. Echt? Das mochtest du? Fand das cool, ja. Ist immer. Hattest du früher häufiger Sonnenbrand? Immer, ja, weil wir öfter am See waren. Ja gut, die Sache ist, ich hätte mich ja auch eingecremt, aber ich hätte null damit gerechnet, dass 3 Stunden wandern, dass ich dann schon verbrenne. Aber anscheinend bin ich gar nicht mehr ab, also ich habe gar nicht, also ich halte gar nichts mehr aus. Ja, aber also wie muss ich mir denn die Sonne da vorstellen, dass du so... Es war ganz normal. Es hat halt Sonne ganz normal geschienen. Ja, klar. Ich war auch nicht so hoch, ich glaube das war 1200 Meter. Bin aber schon hoch, ne? Ich bin ja nicht die ganze Strecke hochgelaufen.
Stadt ja auch höher. Wir sind ja, so, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ja, das? Ich hab ein rotes Gesicht, Mann. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mal auf dem Rücken so ultra hardcore Sonnenbrand hatte. Ja, auf dem Rücken und Schulter ist halt ultra unangenehm gewesen als Kind, wenn man dann in die Schule musste und den Rucksack tragen. Oh, ja, ja, ja. Das hat halt immer geburnt. Oh, richtig das stark. Das ist schlimm. Aber meine Ellies haben eigentlich immer darauf geachtet, dass ich, ja, dass ich mich eingecremt habe. Jetzt, wo ich allein lebe, werde ich wohl immer verbrennen. Richtig eincremen, ne? Ich habe sogar Sonnencreme, glaube ich, letztes Jahr gekauft. Kann mich ja eincremen. Willst du wirklich? Ja. Na klar. Okay. Also, es existiert ein 15 Jahre altes Bild von mir, wie ich mit dem Bauch auf dem Bett liege und mein ganzer Rücken voller Quark ist. Dein ganzer, was? Ach, weil Quark so ein Haushaltsmittel ist? Ja. Oh mein Gott. Manu, ich schick dir ein Selfie. Hä? Ich bin halt so entstellt. Hast du gerade? Damit du reagierst auf meinen Sonnenbrand. Also es ist so schlimm. Ich hab's mir gerade nochmal angeguckt in meiner Handycam. Alter, wie ich auch guck. Ich guck richtig schlimm. Ich schick's dir trotzdem. Ja, warte. Ich muss noch bauen. Hä, da kam mir noch gar nichts. Ach da. Alter, was? Was zur Hölle? Junge, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen was, aber nicht das. Ich hab doch gesagt, ich bin komplett verbrannt. Ja, du übertreibst aber gerne. Junge, was ist denn los bei dir? Ich weiß es nicht. Warte, ich muss. Du warst doch nicht nur 3 Stunden in der Sonne. Ich war nur 3 Stunden in der Sonne. So, weg damit. Ich dachte, er ist ein bisschen rot, aber... Vor allem ist es nur das Gesicht. Alter. An deiner Stelle würde ich jetzt wirklich nicht mehr rausgehen. Nee, tue ich auch. Ich habe mir einen Safari-Hut gekauft. Ja, den hast du auch nötig, wie man gerade gesehen hat. Oh mein Gott. Ich frage mich gerade, ob das bei mir auch passiert wäre. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich wäre abge... Also früher habe ich nie Sonnenbrand bekommen, wenn ich nur so ein bisschen draußen war. Also, ich muss halt sagen, das ist irgendwie 20 mal, 30 mal stärker jetzt gewesen, als ich erwartet habe. Ich dachte, da sind so leichte Rötungen. Ja, vor allem meine Nase. Hast du die gesehen? Ja! Ich bin nur gestört, Junge. Ist einfach nur absolut gestört. Was baue ich hier? Ich kann keine Geschichten erzählen und bauen. Okay, ich hab was. Oh. Ist das deiner? Farm. Nee, ist es nicht, aber der ist super. Ich habe einen Gartenstuhl mit einem Gartentisch gemalt mit einem kaputten Menschen drauf, der nur eine Wirbelsäule hat. Ich habe noch eine Frage von Afra. Was haben eure Eltern bei euch so als Bestrafung genutzt, als ihr Kinder wart? Computerverbot. Also wenn ich nicht aufgegessen habe, musste ich sitzen bleiben. Zum Beispiel. Das ist auch richtig gut gebaut. Ich habe nicht bewertet, verdammt. Ich schon. Ich weiß nicht, das hatte ich nie. Weil die Sache war, das erzählt meine Mutter immer noch, ich habe als Kind so langsam anscheinend gegessen. Die waren einfach nur glücklich, wenn ich irgendwie fertig war. Alter! Ich habe halt anscheinend, ich saß halt so lange am Tisch und habe so langsam gegessen, was ich mittlerweile nicht mehr mache. Die waren einfach nur froh, wenn es vorbei war. Oh, der klingt nach einer guten Taktik. Ja, und ansonsten, außer Essen auf Essen? Oder Also Hausarrest ging ja schlecht. Warum? Weil ich war ja eh drin. Ach so, ja, ja, okay. Aber richtig krasse Bestrafungen. Also es wurde mal das Internet abgestellt und so, sowas gab's schon. Ja, genau, so Internet aus, am Router nach einer bestimmten Uhrzeit, aber wenn man den dann neu gestartet hat manuell, dann ist er wieder angewiesen. So Zeug halt. Und ansonsten vielleicht mal Freunde nicht besuchen oder sowas. Freunde? Ja, in der Grundschule hatte ich einen guten Freund. Schön, dass du trotzdem Freunde gesagt hast. Ich habe einfach immer noch ein Trauma. Tut deine Fresse nicht aber richtig weh? Ja, aber es geht, wenn man es nicht berührt. Alter, was ist das? Das ist ein Stick, der steht, sitzt auf dem Stuhl. Ja, ist das deins? Nee, ist es nicht. Meins erkennst du. Ich gebe mir okay. Ja, wegen der Wirbelsäule, ne? Also bisher ist meins, glaube ich, das Beste. Was war deins? Das da. Okay. Ja, ist ein Stuhl. Mit Manuel als Glatzen-Typ. Was steht auf dem Schild? Ein Y. Warum ein Y auf dem Stuhl? Y? Das ist ein Herz.
Alter! Also, tut mir leid, aber ich... Das ist immer schlimmer, als ich in Erinnerung hatte. Alter. Also ich muss den grauenvoll geben, ne? Nein, komm, geh. Also wirklich, hier ist dann nichts fertig. Du bist null Punkte. Null. So schlecht habe ich noch nie gemacht. Alter. Hä? Null Punkte, keiner. Jeder hat dem Meister Bleeding gegeben, jeder Einzelne. Mann, aber verdient. Ach, das war auch der beste Stuhl. Oh Mann. Okay, Leute, schaut bei Mane vorbei, wie gesagt. Da gab es eine Geschenkauspackung in seiner letzten Master Builder-Folge. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüss.